Spiel von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickers-Offenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Okay. Vergessen, geht wieder bei Null los. Und da müssen wir erzählen, dass wir schnellstens unsere Punkte machen. Vor allen Dingen die erste 30. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Aktiv. Kick es auf. Hermann Nuba erzielt den Ausgleich. Und womit niemand mehr gerechnet hat, ist die 10 Sekunden vor dem Abpfiff. Die Vorentscheidung zugunsten der Kickers ist gefallen. Hopp. Hopp. Aktiv. Ich habe gespielt von 1946 aktiv bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft aktiv. Ich habe nur in Anfang ein Spiel gesagt. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der nächste, let's bring. Hopp. Und der allerletzte. Und auf Wiedersehen, bis Donnerstag, 8:30 Uhr. Ich habe gespielt von 1946 bis 1969 aktiv. Von Schüler bis zur ersten Mannschaft. Und ich habe nur in einem Verein gespielt. Kickers-Offenbach. Zusammenspiel zwischen Held und Nuba. Und der Offenbacher Stopper erzielt das 1:0. Ja, Samstag 14 Uhr, da sage ich Gude, ihr Leute, und hallo und herzlich willkommen zu You'll Never Talk Alone. Das Ganze heute schon zum 10. Mal. Also noch heute gibt's natürlich wieder den Wochenrückblick schlechthin. In Ton und Bild, in HD
und natürlich auch in Farbe alles, aber auch alles, was den OFC direkt oder auch indirekt betrifft. Naja, und die letzten Sendungen, die sind so richtig durch die Decke gegangen, was die Klickzahlen angeht. Ich hatte es letztes Mal schon erzählt und das freut uns natürlich total, dass es so gut ankommt. Was haben wir heute vor? Der DFB, er hat entschieden, wie es mit den Ligen weitergehen soll. Naja, und da wollen wir natürlich auch mal hören, was unser OFC-Geschäftsführer Thomas Sobotzik dazu sagt. Ja, und wie es denn mit dem OFC dann weitergehen kann. Dann hat es Kaspar Lauk, unser Nachwuchsreporter, geschafft, unseren OFC über E-Sport in den DFB-Pokal zu hieven. Und wir sind natürlich dabei, wenn der OFC nachher gegen den ersten FC Nürnberg spielt, beziehungsweise das Spiel ist schon gelaufen. Ich weiß schon, wie es ausgegangen ist und wir zeigen euch die Zusammenfassung. Ganz klarer Fall. Naja, und selbstverständlich wird es auch heute wieder eine Live-Schaltung geben. Ja, und wenn alles klappt, dann schalten wir nachher unseren Aufstiegsheld Christian Müller zu. Und da war doch was. Appetithäppchen gefällig. Ich würde aber gerne noch eins sagen. Bitte. Wo sie das entscheidende Tor geschossen haben oder die Feier... Ja, das war ein legendärer Auftritt damals im hessischen Rundfunk. Das ist immer wieder toll, das anzuschauen. Vielen Dank auch an den HR, dass wir diese Bilder hier sozusagen verwenden dürfen. Ja, und wir wollen natürlich auch heute wieder schauen, wie es denn um unseren Ticker steht. Das heißt, wir wollen schauen, wie viele Geistertickets sind verkauft. Und Donnerschlag, da ist die Zahl 8.440, ob ihr es glaubt oder nicht. Die 8.000er Marke, die ist längst geknackt. Naja, und Geisterticket 2.0 hatten wir ja dann mit Mannschaftsfoto, kann man dabei sein, und mit Videobotschaften. Und das ist ausgelaufen, da gibt es also auch schon Gewinner. Und dann haben wir das Ganze auf die nächste Ebene, auf Geisterticket oder sozusagen volle Hütte 3.0 gehievt. Und das heißt, es gibt das Schlagerspiel gegen Bayern 04 Leverkusen, gegen unsere Fanfreunde. Rudi Völler hat uns da sehr unterstützt und so wird das Geisterspiel im Juni stattfinden, wenn ich alles richtig klicke, genau. Dann haben wir es hier auch auf der Website, könnt ihr dann auch nochmal in Ruhe nachlesen. Und das, denke ich, wird eine richtig geile Geschichte werden. Ganz anderes Thema. Ja, die Sendungen, das habe ich eben schon gesagt, kommen richtig gut an und das freut uns. Aber ganz ehrlich, wir haben ein Finanzierungsproblem und wir brauchen euch dringend, so wie ihr uns braucht. Viele haben mitgemacht. Wir haben jetzt, glaube ich, etwas über 90 Unterstützer, 91, 92 Unterstützer. 300 braucht's und dann wäre das eine tolle Sache, dann können wir für euch weiter senden. 40 Euro, wem das auf einen Schlag zu viel ist, kann auch zweimal 20 Euro machen, Vorrunde, Rückrunde, wie auch immer. Oder einen Dauerauftrag einrichten, 3,33 Euro. Kontoverbindung, die läuft da gerade durchs Bild, das könnt ihr sehen, könnt ihr auch auf der Website nochmal abrufen, auf fanradio-ofc.de. Übrigens, der OFC ist auch daran interessiert, denn der OFC, profitiert nicht nur imagemäßig im hohen Maße vom Kickers TV und Fanradio. Nein, auch finanziell, denkt nur an die ganzen Live-Übertragungen, die er dann frei vermarktet. Und da wollen wir natürlich wieder hin, dass wir die Kickers auf dem grünen Rasen sehen. Also bitte macht's möglich, dass wir für euch weitersenden können. Wir machen es ja auch für euch möglich, dass wir einfach weitersenden. Wir gehen sozusagen in den Vorlauf und ihr zieht meistens nach und dann sollte das miteinander klappen. Naja, und jetzt hatte ich es eben schon angekündigt, der Schalala, Christian Müller, also ein offenbarer Urgeweck sozusagen, den wollen wir jetzt zuschalten und das schauen wir mal, ob die Leitung steht. Ja, und da ist er tatsächlich, die Leitung steht. Christian Müller, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schönen Grüße nach Offenbach. Unglaublich, was heute alles möglich ist, die Technik, die macht es eben möglich. Wo steckst du genau? Ich bin gerade zu Hause und zwar in Leipzig, habe gerade ein bisschen noch mit meinen Kids gespielt und jetzt spreche ich mit dir. In Leipzig, also das heißt, du bist im Osten hängen geblieben. Als du uns da verlassen hast, ging es ja nochmal bunt zur Sache irgendwie, da war doch was mit Augsburg und FSV und am Ende bist du bei den Roten Bullen gelandet, die damals in den Anfängen noch waren, oder korrigiere mich, wenn ich es falsch gesagt habe.
Nee, genau richtig, genau richtig. Ich bin damals weg, bin nach Augsburg für ein Jahr, war dann nochmal 2 Jahre zurück, in Anführungszeichen in der Heimat beim FSV und bin dann von dort nach Leipzig gegangen. Der Kontakt ist dann damals so ein bisschen über den Maximilian Watzka entstanden, der ja Ur-Leipziger ist, der aber auch mal in Offenbach mit mir gespielt hat, den kennt er sicherlich auch noch. Ja, klar, klar. Genau, der hat uns so ein bisschen, mich und die Family so ein bisschen eingeführt in Leipzig, uns die Stadt gezeigt und hat vom Verein ein bisschen erzählt, was die so vorhaben und ja, dann haben wir gedacht, gut, wir probieren nochmal was ganz Neues und gehen nochmal nach Leipzig. Also, wir sind ja jetzt nicht so begeistert von solchen neuen Clubs bei uns. Du weißt ja, selbst als Offenbacher Bub, da ist ja Ehre, Blut und Schweiß angesagt. Aber wir ja, verneigen uns natürlich vor dem, was dort alles geschaffen wurde. Allerdings sind auch die finanziellen Mittel da. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja nicht nur damals mitgeholfen, dass es überhaupt hochging, sportlich, sondern du bist dabei geblieben, obwohl es ja da nochmal einen heftigen Rückschlag für dich gab. Das ist richtig. Also ich bin jetzt seit 2011 hier in Leipzig, habe dort damals einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Der Plan war, dass wir ja aktiv 3 Jahre Fußball spielen und mal gucken, in welcher Liga wir dann landen, vielleicht verlängern. Auf jeden Fall war es dann so, dass ich mich Anfang 2014 im Trainingslager in Türkei ziemlich schwer verletzt hatte, mir das Kniegelenk ausgekugelt und habe mir da ziemlich viel kaputt gemacht, die Kreuzbänder, Außeninnenband und auch so eine Nervenverletzung. War dann 2 Jahre in der Reha hier in Leipzig, habe mich mehr oder weniger zurückgekämpft. Es waren ein paar Operationen, aber es war relativ klar, dass ich nicht mehr auf den Platz zurückkehren werde. Und habe damals dann schon mehr oder weniger das Versprechen oder das Angebot bekommen. Das war damals noch Ralf Rangnick, der in der Sportdirektorrolle gesteckt hat, der gesagt hat, ja, jetzt macht er eine Reha und dann versuchen wir dir hier den Einstieg so zu ermöglichen. Und da haben sie auch Wort gehalten. Ich habe dann einige Zeit als Praktikant dort verbracht, durfte mir verschiedene Abteilungen angucken und bin jetzt im Marketing hängen geblieben und bin jetzt für den Kids Club zuständig, für Jugendevents und für kleinere Veranstaltungen. Also das heißt, du hast jetzt so richtig auch den Blick hinter die Kulissen, was hinter so einem großen Profi-Club passiert. Und überhaupt muss man ja sagen, ist das ja für dich nochmal eine richtige, ja, wie soll man sagen, ein Blick über den Tellerrand hinaus. Denn ja, ich hatte es ja eben schon angesprochen, Offenbach, das ist ja wirklich klein, überschaubar, bissig, Ehre, Blut und Schweiß habe ich angesprochen und hier ja nochmal andere Möglichkeiten. Was genau ist dein Aufgabenfeld? Du hast gesagt Kids Club, wie muss man sich das vorstellen? Das ist richtig, jetzt vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, genau das ist nämlich genau das. Ich habe mal den Verein aus einer anderen Perspektive kennengelernt. Ich kannte es bis jetzt oder bis dort nur als Profi, man ist quasi auch an so einem Spieltag in den Bus gestiegen, man ist zum Spiel gefahren, hat sich in die Kabine gesetzt. Die Schuhe waren da, die Trikots waren da, man hat alles danach in die Wäschetonne geschmissen und dann warst du beim nächsten Spiel wieder da. Aber wenn man sieht, was an so einem Spieltag dranhängt, wie viele Leute da im Einsatz sind, was da für Bereiche bearbeitet und beackert werden müssen, dann das ist schon beeindruckend, nicht so einfach so einen Spieltag stattfinden zu lassen. Ich glaube, das ist in der Regionalliga, in der dritten, in der zweiten, in der ersten Liga alles ähnlich. Da sind wirklich viele Leute im Einsatz und ich gehöre jetzt zu den Leuten, die einfach dafür verantwortlich sind, diesen Spieltag möglich zu machen. Und da geht es darum, ein Angebot auch für Kinder und für Jugendliche zu schaffen am Spieltag, ob das Kindergeburtstage sind, ob das Fahnenkinder, Einlaufkinder sind oder auch ein Kinder- und Jugendprogramm zu schaffen, was außerhalb vom Spieltag ist, wo man die Kids auch einfach anders abholen kann noch. Ja. Ah ja, da können wir uns ja bei nächster Gelegenheit mal austauschen. Vielleicht ist das dann für den OFC auch von großem Interesse. Könnte durchaus sein. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen über dich sprechen. Du hast gesagt, da gab es den Rückschlag Sportinvalide, dann haben sie dich aufgefangen, sozusagen dir eine Chance gegeben. Aber es ist ja auch auf der privaten Seite viel passiert. Ich glaube, du hast sogar eine offenbare Freundin mitgenommen und die ist, glaube ich, mittlerweile deine Frau und Kinder gibt es auch, oder wie ist das? So sieht's aus, genau. Meine Frau, damals, war es damals schon meine Frau? Nee, war noch nicht meine Frau, als wir nach Leipzig gegangen sind. Wir sind nach Leipzig gegangen, haben aber dann in Offenbach geheiratet. Sie ist aber ursprünglich auch aus Obertshausen, also auch direkt aus dem Unland, kennt den Biberer Berg, war auch da schon im Stadion gewesen früher, als ich selbst beim OFC noch aktiv gekickt habe. Genau, wir sind dann zusammen nach Leipzig gegangen und haben jetzt mittlerweile 2 gesunde Mädels, die uns total auf Trab halten. Da lernt man auch mal das Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Man setzt Prioritäten und Verantwortung ganz anders, wenn man Kinder hat. Und das hebt das Lebensniveau nochmal auf ein ganz anderes Level, nenne ich das gerne. Macht mega Spaß. Die sind sehr aktiv, die 2 Kids, und sind gebürtige Leipzigerinnen. Beide hier geboren, haben aber den Dialekt von hier noch nicht angenommen. Und ich glaube, ich habe ihn auch noch nicht. Das Offenbacherische, das Hessische, das kommt hin und wieder auch mal durch, wenn ich zu Hause gerade in der Heimat bin und sich mit Papa, Opa und Oma unterhalte.
hier halte ich es eher zurück, aber ja, trotz alledem bin ich irgendwie immer noch im Herzen auch Offenbacher, ne, und bin auch öfter noch in der Heimat. Ja, das wollte ich auch natürlich als nächstes gerade fragen, aber erstmal natürlich die Frage vorweggeschickt, das heißt, die Familie und so weiter ist auch alles ganz gut, das heißt, ich habe Corona ganz gut überstanden. Wir haben Corona gut überstanden. Bei uns ist keiner krank geworden, auch im näheren Umfeld keiner krank geworden und das ist schon mal gut. Aktuell haben sich so ein bisschen auf der Arbeit, wie bei jedem auch, die Verantwortlichkeiten verschoben, weil halt gerade jetzt in so einem, im Event- und Veranstaltungsbereich, in dem ich mich befinde, fällt natürlich viel weg aktuell. Aber das ist einfach mal so und müssen schauen, dass sich das entwickelt und ja, dass wir dann irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. Ja, ich habe es in der Anmoderation schon ein bisschen gesagt, du bist nicht nur ein Offenbacher Bub, sondern absolut temperamentvoll. Wir haben eben auch schon als Appetittäbchen im Hessischen Rundfunk deinen Schalala-Song gesehen. Das war legendär. Überhaupt, was ist bei dir hängen geblieben? An was denkst du vielleicht sogar noch mit Gänsehaut, wenn du Kickers Offenbach siehst oder hörst, den Namen? Ja, eigentlich so die ganze Zeit, ne? Also ich bin da ja groß geworden, gerade im Umfeld. Ich habe in Bieber gewohnt, mein Familienhaus, mein Vater wohnt immer noch in Bieber. Wir sind immer auf die Spiele gegangen. Ich habe früher auf der Stahlrohr gestanden und bin dann quasi alle Jugendmannschaften durchlaufen, habe dann den Sprung in die erste Mannschaft geschafft. Aber natürlich das emotionalste Ereignis war sicherlich der Aufstieg gegen Mainz, damals Mainz Amateure, Aufstiegsfeier mit gefühlt 10.000 bis 15.000 Offenbachern in Mainz am Bruchwegstadion nach Hause, Empfang auf dem Marktplatz. Die Feierei und dann natürlich muss ich es erwähnen, war es auch der Auftritt, den du schon angesprochen hast, im HR-Fernsehen, wo die Stimme von den ganzen, von dem Feiermarathon eigentlich schon weg war und ja, mir da dieses Liedchen rausgerutscht ist, aber ich denke, rausgerutscht. Völlig in Ordnung. Da muss man seinen Emotionen auch mal freien Lauf lassen. Naja, das ist ein Dokument für die Ewigkeit. Das kannst du deinen Kindern dann auch mal vorspielen. Die singen dann vorm Einschlafen noch Schalalala, Kickers Offenbach. Ja, du hast gesagt, du bist immer noch verbunden. Das heißt, du guckst mit einem Auge noch so ein bisschen, was der OFC macht. Und Daddy und Bruder sind ja auch noch ja, hier in Offenbach. Also da ist die Verbindung gegeben. Auf alle Fälle, wie gesagt. Also wenn ich mal zu Hause bin und das ist gerade mal ein Spiel, dann gehe ich auch gern mal hin. Mein Vater ist selbst auch noch im Stadion, mein Bruder ist hin und wieder mal noch im Stadion und ich habe auf jeden Fall noch eine Top-Verbindung nach Offenbach, habe auch noch zu Leuten, mit denen ich damals in Offenbach noch zusammengespielt habe, da sind auch tolle Freundschaften entstanden, also ob es ein Suat Türker, ein Cesar Thier, ein Buddy Pinske, ein Thorsten Jutt ist, also da gibt es noch WhatsApp-Gruppen, in denen wir heute noch schreiben, Walid Mokhtari ist da auch sehr aktiv, den Namen kann ich noch gerne nennen, genau, und also von daher habe ich da noch einen sehr guten Draht nach Offenbach. Ja, das war schon eine geile Truppe und auch eine geile Zeit, ich glaube, das vergisst man nie, selbst wenn du später mal ja, richtig älter geworden bist. Ich sag mal, dieses Herzblut, was in Offenbach fließt, das ist, denke ich, du kommst ja rum jetzt in ganz Deutschland, in der Bundesliga und so weiter, aber das ist schon einzigartig, oder? Definitiv. Gerade für die Regionalliga und dann Dritte Liga, das kann man ja nur die Daumen drücken, weil das hat Offenbach mit Fans und Anhang und Stadt einfach auch total verdient, dass der Verein einfach wieder nach oben kommt, weil das schon jedes Mal einfach ein Gänsehautmoment war, wenn man da rausgeströmt ist. Das kann man jetzt mit vielen anderen und auch gerade mit den Anfängen in Leipzig überhaupt nicht vergleichen. Das ist eine einmalige Geschichte und ich drücke da alle Daumen, beide Daumen, dass es bald wieder in Richtung dritte Liga geht. Minimum. Also das freut uns sehr. Das hat uns großen Spaß gemacht, dich immer überhaupt wieder zu sehen und überhaupt, dass das so gut geklappt hat nach der Sportinvalidität, dass du da weiter dabei bist. Und wir würden uns natürlich noch mehr freuen, wenn wir dich mal wieder auf Biebers Höhen sehen und begrüßen können. Dann gerne auch wieder im Fanradio und Kickers TV. Sehr gut. Vielen Dank. Das nehme ich gerne an. Wenn ich da bin und es passt, dann komme ich gerne mal vorbei. Alles Gute, Christian Möller. Grüße nach Sachsen. Super, danke. Grüße nach Offenbach an alle. Ciao. Ciao. Ich muss mal kurz unterbrechen, gell? Schau dir mal hier, was ich hier hab. Das ist ja richtig Kunstwerk, ne, die Maske. Also, da kann man dem OFC-Fanshop also nur dazu gratulieren. Super gemacht, Leute, super. Es gibt halt nur ein Problem bei mir, ne? Also, ich als absolute Kickers-Nas, tja, ich weiß nicht, wie ich die Dinger, also die Gummis, hinter mal Ohren ziehen soll. Ich hab alles probiert, passt mal auf, zum Beispiel so. Vom Fanshop. Super Arbeit. Aber ich glaube, ich nehme sie besser als Cup.
Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn es die Dinger auch demnächst für mich für so eine super Kickers-Nas gäbe. Also macht's gut. Ja, Deckel drauf. Nächstes Thema. Was ist eigentlich mit unseren Buben? Wo sind sie? Ja, eigentlich ist ja Sommerpause für den OFC. Aber einer, der will nicht vom Platz. Der trainiert. Ja, der ist top motiviert. Ja, und ich würde sagen, schaut's euch an. Los! Also, liebe UFC-Fans, wie ihr seht, sind wir fleißig und motiviert am Trainieren. Vielleicht ein bisschen zu übermotiviert, aber alles für den Neustart der Saison. Und wir sind gespannt auf euch, wir freuen uns auf euch, dass wir auf dem Berg wieder zusammen feiern und jubeln können. Bleibt gesund und schöne Grüße. Los! Ja, geiler Treffer und Akrobatik pur, Deckel drauf. Und weiter geht's. Ja, was machen jetzt denn eigentlich unsere Fans? Das ist gleich die nächste Frage. Und da ist ja groß Stay at Home angesagt. Naja, und da die UFC-Fans natürlich absolut brav sind und deswegen, ja, bleiben sie auch schön zu Hause. So kann man es sagen. Gute! Ich bzw. wir wollten eigentlich mal schöne Grüße da lassen und ich hoffe mal, ihr vermisst es genauso wie wir. Wir sind Martin, hallo, Laura, hallo, Heiko und Jenny. Und wir sind natürlich zu Hause und schaut euch das zu Hause mal an. Ganz alleine, nur für uns, mit jeder Menge Bier. Lasst euch schmecken. Ja, das sind wir da haben, am Bersch, ganz klar, das ist nämlich unser Zuhause. Und bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, will ich noch schnell sagen, wie das Ganze entstanden ist. Über Start Next wurde von der SBB und der Sparda-Bank Geld für eine Dankeschön-Party für systemrelevante Berufe gesammelt. Und es gab mehrere Aktionen und Relikte zu kaufen, zum Beispiel eine Original-Eckfahne, Trikots, ein Stück der alten Flutlichtmasten oder eben ein Feierabendbier im Stadion. Naja, diese Gelegenheit mussten wir natürlich nutzen und haben unseren Stammplatz ein leckeres, kaltes, helles genossen. Danke auch an Klapsbräu für diese geile Stadionbier, schreiben die Fans, die wir eben hier gesehen haben. Ja, und jetzt dann wieder zu einem ganz anderen Thema. Also auch hier Deckel drauf und nächstes Thema. Ja, ich hatte es schon gesagt, der OFC auf allerhöchstem FIFA-Niveau, das hat Kaspar Lauk geschafft. Und jetzt hat er es geschafft, national auch in den DFB-Pokal einzugreifen. Tatsächlich, der OFC spielte gegen die Klopperer vom Pfalzner Weiher aus Nürnberg. Und das war ein Riesenfight. Ganz klarer Fall. Und dieses Spiel, das haben wir für euch natürlich auch zusammengefasst. Hier ist es. Kameraschwenk über den vollgepackten Lieberer Berg. Erste Runde DFB-Pokal gegen den 1. FC Nürnberg. Wir sind natürlich krasser Außenseiter. Und ich sag's euch, wie es ist. Auf dem Schwierigkeitsmodus wird das für mich richtig hart, hier was zu reißen. Also es wäre wirklich eine Pokalsensation, wenn wir hier was reißen sollten. Und dann sehen wir uns gleich im Spiel. Drückt die Daumen. Also, dann starten wir rein. Der hat ja ein gutes Passspiel. Und das nutzt er auch. Schöner Ball auf Röser. Und er geht tatsächlich am Gegenspieler vorbei. Jetzt die Hereingabe. Hartmann, und das ist 1:0. Und es zählt aber tatsächlich, glaube ich, als Eigentor, wenn ich das gerade richtig deute. Aber es ist mir eigentlich komplett egal, wie. Wir gehen hier als Außenseiter gegen den 1. FC Nürnberg in Führung. Der Ball von Röser herein. Ja, und dann möchte er da klären mit der Grätsche vor dem einschussbereiten Moritz Hartmann. Es ist Enrico Valentini, der Unglücksrabe. Wir liegen also mit 1:0 in Führung. Gut gemacht. Gut im Ballbesitz geblieben. Und dann haben wir es geschafft.
Nach 92 Minuten hat der Schiedsrichter ein Einsehen. Und wir sind tatsächlich in die nächste Runde des DFB-Pokals eingezogen. Gegen den Zweitligisten aus Nürnberg schaffen wir die Pokalsensation. Wir belohnen uns für eine richtig starke Leistung. Defensiv haben wir richtig gut gefightet und offensiv hatten wir tatsächlich sogar mehr Chancen als nur die eine. Und ziehen damit sogar auch noch verdient in die nächste Runde ein. Und da können wir uns auf den nächsten geilen Gegner freuen. Jetzt geht es also zurück in den Regionalliga-Alltag. Ja, gegen den Club gewonnen. DFB-Pokal, nächste Runde. Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also, gut gemacht, Kaspar. Und weiter so. Ja, der Aufreger der Woche, das war natürlich die DFB-Entscheidung, wie es denn weitergeht. Das heißt, die dritte Liga, die soll spielen, die vierte Liga, sie soll nicht spielen. Ja, und dann wurde Saarbrücken einfach mal zum Aufsteiger erklärt, obwohl selbst Elversberg und Steinbach noch in Schlagdistanz waren. Ja, und die zweigleisige dritte Liga, die wurde eben mal mit einem Handstrich sozusagen weggeschmettert. Also auch das ist absolut, ja, vom Tisch. Was bedeutet das eigentlich für den OFC? Das ist nur die große Frage. Wie geht das jetzt eigentlich weiter? Und welche Konsequenzen, welche Auswirkung hat das Ganze? Und dazu habe ich Thomas Subotzik, unseren Geschäftsführer, befragt. Die Perspektive ist unverändert. Es wird eine Regionalliga-Saison geben nächstes Jahr. Gestern Abend ist ja bei uns eine E-Mail eingegangen seitens des Regionalverbandes Südwest mit dem Inhalt, dass die aktuelle Saison abgebrochen wird, dass per 30.06. auch jetzt die aktuelle Saison dann auch final zu Ende ist. Es wurde weiter mitgeteilt, eben, dass nach der Quotientenregel Saarbrücken aufsteigt, dass es wiederum keine Absteige gibt, dass es dann auch Aufsteiger aus den Oberligen gibt. Und nach meinem Verständnis ist es eben so, dass man die Regionalliga in der kommenden Saison mit 22 Mannschaften spielen soll. Inwieweit ist denn das tatsächlich endgültig? Denn ich stelle mir so vor, Elversberg, die finden das bestimmt nicht lustig. Die waren ja noch in Schlagdistanz. Oder auch Steinbach. Ja, also das ist in der Tat so. Ich glaube, da kann sich jeder ausmalen, wie wir in einer solchen Situation reagieren würden oder wie uns zumute wäre, wenn wir das so erfahren würden. Was die jetzt machen werden, weiß ich nicht, aber ja, sportlich fair, wenn man so schön sagt, ist so eine Regelung sicher nicht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch bedenken, dass es auch für den Verband mit Sicherheit nicht einfach zu entscheiden ist. Jetzt wird es dann also, wenn ich das richtig verstanden habe, mit 22 Mannschaften weitergehen in der Regionalliga Südwest. Das heißt, gibt es da irgendeine Idee, wann das wieder losgehen soll? Denn viele Mannschaften bedeutet ja auch ganz enger Zeitplan. Ja, das ist jetzt das Nächste, das auch mitgeteilt wurde, dass eben dann frühestens am 1. September, also wir gehen davon aus, eben dann, dass am 1. September-Wochenende die neue Saison losgeht. Und wenn man berücksichtigt eben, dass man mit 22 Teams startet, dann heißt das natürlich unfassbar viele englische Wochen. Also ich kann mir das derzeit kaum ausmalen, wie das funktionieren soll, zumal wir natürlich in der Liga sehr, sehr viele Vereine haben, die unter semiprofessionellen Bedingungen spielen. Also da denke ich weniger jetzt an uns, sondern mehr eben an die kleineren Vereine. Und wenn ich mir vorstelle, dass die dann unter der Woche um 18.30 Uhr irgendwo, weiß nicht, 200-300 Kilometer entfernt zum Auswärtsspiel antreten sollen, dann stelle ich mir persönlich das sehr, sehr schwierig vor. Dann kommt die nächste Frage natürlich, wenn es im September weitergehen würde, mit oder ohne Zuschauer, kann man das schon absehen? Das kann man nicht absehen, aber ich glaube, dass der Zeitpunkt so gewählt ist, weil man eben davon ausgeht, dass dann weitestgehend Normalität herrscht, sodass wir dann auch mit Zuschauern spielen können. Denn das Meinungsbild in der Liga war auch ganz deutliches eben, dass sich die meisten Vereine Geistesspiele nicht vorstellen können. Das heißt, dann kann jetzt irgendwann für September dann auch der Dauerkartenverkauf beginnen? Darüber werden wir beraten, aber wir werden sicherlich jetzt
sag mal, in den nächsten 2-3 Wochen dann auch mit dem Dauerkartenvorverkauf beginnen, ja. Und du hast ja schon neulich schon mal angedeutet, wenn diese Grundsatzentscheidungen durch sind, dann wird es recht bald auch etwas in der Personalplanung zu verkünden geben. Wann dürfen wir da ungefähr mit rechnen? Ja, wir müssen sie das mal sammeln. Wir werden jetzt die Woche dazu nutzen, uns eben dann mit all diesen Themen auseinanderzusetzen, auch irgendwie so ein bisschen Fahrplan festzulegen. Also ich gehe davon aus, dass wir dann jetzt nach dem Leverkusen-Spiel dann auch die Personalien werden verkünden können, oder zumindest die ersten Personalien werden verkünden. Ja, da habt ihr es gesehen. Der DFB entscheidet und schwuppdiwupp haben wir eine 22er Liga, die so eigentlich gar nicht richtig funktionieren kann. Also das kann auch heiter werden. Aber wir werden unseren OFC zurück auf dem Grün sehen und das ist ja das Allerwichtigste. So, und jetzt nochmal zurückgeblickt, denn am letzten Mittwoch gab es ja den großen Geburtstag. 119 Jahre alt ist der OFC geworden und das haben wir ja in der letzten Sendung schon so intensiv behandelt. Wir haben ein tolles Video gemacht, also wer das jetzt nicht gesehen hat, wir haben es ja mehrfach immer wieder auch bis zum Geburtstag nochmal verlinkt und geteilt und abgespielt. Also auf YouTube könnt ihr das aus der letzten Sendung heraus nochmal sehen. Also das war der 119. Geburtstag der Offenbacher Kickers. Naja, und nicht vergessen, es ist ja nach wie vor Maskenpflicht und da haben wir ja hier schon ein bisschen gezeigt, wie auf der anderen Seite die ein bisschen neidisch sind, was wir für tolle Jungs und tolle Masken haben. Und wenn ich das so sage, dann kann ich das wirklich so sagen. Wir haben viele Masken, also wir haben uns richtig gut eingedeckt. Ihr könnt wieder kommen, es gibt alle Kategorien, also die richtig mit geilem Design, die sind ausreichend da und könnt ihr im Fanshop käuflich erwerben. Tja, und wer sie nicht erwerben will, wer ein bisschen Glück hat, der kann sie sogar gewinnen beim Fanradio und Kickers TV. Den ersten 10, die uns ein schönes Feedback schreiben, muss nicht schön sein, aber ein Feedback schreiben zu unserer Sendung, wie es ihnen so gefällt, was sie gut, was sie nicht so gut finden, wie auch immer, also irgendetwas Persönliches, ja, die ersten 10, die werden belohnt. Die bekommen von uns, von mir, vom Fanshop, ja, Abholung direkt im Fanshop, ein Set mit diesen beiden tollen Masken, also die graue und auch die rot-weiße. Ja, schreibt einfach an fanradio@ofc.de und dann könnt ihr gewinnen. Die ersten 10 werden wir auf jeden Fall dort prämieren. Ja, dann haben wir, glaube ich, jetzt soweit erstmal alles wieder durch, alles gesagt. Ihr seid rundum informiert und wir sind ganz, ganz gespannt. Und ich habe so ein Gefühl, wir werden in der kommenden Woche schon Neuzugänge haben. Wie auch immer, wir schauen positiv nach vorne. Rot-weiße Grüße. Macht's gut. Ciao, ciao.